In diesem Video geht es um Fleischbällchen in Paprikasauce. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Na, das war doch mal eine schöne, schnelle Einleitung. Und dann kommen wir auch gleich zu den Zutaten, die wie immer hier durchlaufen und die ihr wie immer unter dem Video nachlesen könnt. Mein Bestreben ist es ja immer wieder, euch auch mal zu zeigen, was ich mit meinen selbstgemachten und eingekochten Zutaten so alles mache. Deshalb habe ich meine selbstgemachte und eingekochte Paprikasauce benutzt. Wie ihr die nachmachen könnt, das seht ihr in diesem Video hier oben. Und auch das hatte ich ja versprochen, als ich Panko-Paniermehl gemacht habe, euch zu zeigen, was ich mit den Rinden gemacht habe vom Brot. Ebenfalls Paniermehl. Und wie man hier sehen kann, sind noch ganze getrocknete Brötchen dabei. Um sie nicht durch so eine Reibe jagen zu müssen, habe ich sie erstmal mit Hilfe eines Fleischklopfers zerkleinert. Das spart Zeit, Nerven und Kraft und die Finger bleiben im Übrigen auch ganz. Und so eine Reibe könnt ihr vergessen. Stattdessen habe ich dann die getrockneten und zerkleinerten Brötchen und die Rindenstücke in den Standmixer getan und damit alles fein gemahlen. Abfüllen, Deckel drauf, fertig. Jetzt noch beschriften, denn normales Paniermehl ist von Panko-Paniermehl kaum zu unterscheiden. Panko-Paniermehl ist etwas gröber, aber von der Farbe her unterscheiden sich beide Paniermehle nicht. Und dann kann es auch schon an die Zubereitung der Fleischmasse für die Fleischbällchen gehen. Alle Zutaten für die Fleischbällchen zur Hackfleischmasse hinzufügen und gut miteinander vermengen. Bevor es ans Abraten geht, muss natürlich auch die Soße noch erhitzt werden. Auch wenn sie schon fertig ist, aber heiß sollte sie schon sein. Die Fleischbällchen werden jetzt wie Frikadellen in Butterschmalz gebraten. Ich habe 25 Bällchen rausbekommen, die kommen jetzt noch in die Soße und dann kann angerichtet werden. Und dann schauen wir mal, wie die Bällchen innen drin aussehen. Das sieht doch fantastisch aus. Super zart und super saftig. Dafür gibt es mit Sicherheit auch von euch einen Daumen hoch. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.